In der Raurisser Mehrzweckhalle fanden vergangenes Wochenende die Landesmeisterschaften der allgemeinen Klassen im Judo statt. Zwei Wochen vor den Staatsmeisterschaften in Straßwalchen ging es dabei für die Sportlerinnen und Sportler um eine Standortbestimmung und um einen gelungenen Einstieg in das Wettkampfjahr. Insgesamt kämpften 69 Judokas aus 11 Vereinen in Rauris um die begehrten Landesmeistertitel. Veranstalter war dabei der Salzburger Judo-Landesverband. Bei den Männern bis 60 Kilogramm ging es im Finale heiß her. Im K.O.-System mit doppelter Hoffnungsrunde konnte sich zunächst Armin Vogel gegen Lukas Hofmann und Alexander Kurzweil gegen Johannes Praschl durchsetzen. Im Finalkampf gelingt es schließlich Alexander Kurzweil von der Judo-Schule Sakura den Sack zuzumachen. Auf dem dritten Platz landet Johannes Praschl von der Judo-Union Flachgau. Im zweiten Finalkampf der Landesmeisterschaften treffen nach knapp erkämpften Entscheidungen Nico Hofmann mit 18 Punkten und Andreas Tiefengraber mit 17 Punkten aufeinander. Die beiden Trainingspartner liefern sich zunächst einen sehr ausgeglichenen Kampf, bis es schließlich Tiefgraber vom PSV Salzburg gelingt, mit diesem Wurf die IPON-Entscheidung für sich zu verbuchen. Bei den Damen in der Klasse 52 bis 57 Kilogramm trafen Johanna Waldhör und Patricia Langreiter aufeinander. Auch hier ein sehr ausgeglichener Kampf. Die Schiedsrichter entscheiden für Johanna Waldhör von der Judo-Union Flachgau. Beim letzten Finalkampf der Herren in der Gewichtsklasse 73 bis 81 Kilogramm trafen der Lokalmatador Hermann Höllwart von der Judo-Union Pinzgau auf Christian Pichler von der Judo-Union Flachgau aufeinander. Obwohl Höllwart zumeist die Oberhand bewahrt, Pichler weiß, wie er seinem Gegner gegenhalten kann. Erst in der Endphase des Kampfes kann Höllwart mit diesem Wurf die Entscheidung herbeiführen und krönt sich damit zum Landesmeister 2012. Die Kampfleistung war, sage ich mal, nicht überragend, aber es hat genügt, dass ich fertig bin. Und das Problem ist, wir untereinander kennen wir uns relativ gut, weil einmal in der Woche ist in Salzburg da oder im Straßwalchen Kadertraining und da kennt man sich untereinander ein bisschen. Da ist das oft eine Taktik-Sache und eine Griffkämpferei. Und das habe ich heute halbwegs gut hingebracht und freut mich natürlich, dass ich daheim in Rauris Landesmeister geworden bin. In der Gesamtwertung siegte die Judo-Union Salzburg mit 32 Punkten vor der Judo-Union Pinzgau mit 20 und der Judo-Schule Sakura mit 10 Punkten. Gezeigt wurde ein hohes Niveau mit vielen spannenden Wettkämpfen. Der Einstieg in das Wettkampfjahr 2012 ist somit geglückt. Salzburg ist eine der führenden Länder in Österreich in Judo. Das heißt, dass es eigentlich ein sehr gutes und ein hohes Niveau ist, auch von der Teilnehmerzahl her. Und was du schon gesagt hast, die ist eine Generalprobe auch für die Staatsmeisterschaft und bei einem oder anderen ist es eine missglückte Generalprobe gewesen. Und aber das heißt ja nicht, dass die Gesamtveranstaltung österreichische Meisterschaft nicht funktionieren kann.